Duisburg gegen Braunschweig, zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga. Und jetzt heißt es Drittliga-Alltag. Duisburg, vier Pleiten aus den letzten fünf Spielen. Braunschweig ist eigentlich ganz gut drauf. Hat noch ein Nachholspiel nächste Woche, unter der Woche. Und ja, heute gilt es dann, den Rhythmus zu finden für diese sportliche Aufgabe. 12. Minute, Duisburg kommt besser rein in dieses Spiel. Und das ist Nico Brettschneider. Was denn das für ein Tor? Vom Außenverteidiger Nico Brettschneider, erstes Profitor überhaupt. Man sagt ja gerne, das ist ein Brett, das hier ist ein Brettschneider. 1:0 die Führung für den MSV und es entwickelt sich eine richtig gute Phase für die Zebras. Wir sind in der 22. Minute. Orhan Ademi 2:0, Joker-Treffer. Er ist fünf Minuten vorher für Aziz Bouhadous eingewechselt worden. Der war eigentlich als Stürmer vorgesehen. Ademi kam von der Bank und fügt sich direkt ein mit Saisontor Nummer 4. Damit schon doppelt so viele wie vergangene Saison. Das 2:0 gibt Duisburg ganz viel Vertrauen und Ruhe. Es ist eine richtig starke Phase und es ist auch ein Ausrufezeichen nach turbulenten Wochen. Wir steigen ein in eine Situation für Eintracht Braunschweig. Das ist Nicolau mit der Möglichkeit auf 1:2 zu stellen. Möglichkeiten waren da, das wollen wir hier nicht verschweigen. Aber es waren sehr wenige. Die haben sie schlicht und ergreifend nicht genutzt. Wir sind kurz vor der Halbzeit. Das ist Moritz Stoppelkamp. Trifft den Ball nicht richtig. Ansonsten wäre es mit Sicherheit gefährlich geworden. Es ist eine verdiente Pausenführung. Schiele muss was machen. Unter der Woche sein Team im Landespokal in Hildesheim, Regionalliga Nord, ausgeschieden. Da hat er zwar die zweite Elf spielen lassen, aber irgendwie bleibt es dabei. Duisburg ist an diesem Nachmittag einfach viel, viel griffiger. Orhan Ademi, 70. Minute, wird eskortiert. Ja, eigentlich sogar angegangen in dieser Situation von Krause und Schulz. Es hilft nichts. Ademi. Torhan Ademi ist viel, viel wendiger an diesem Nachmittag. Fünftes Tor für den Ex-Braunschweiger, trifft auch gegen Schiele, der ihn damals in Würzburg trainiert hat. Ärgert damit alte Bekannte. Und Duisburg jetzt drauf und dran. Das 4:0. Bakalorz setzt ihn drüber. Sie gehen mit Hurra in diese letzten Minuten der MSV Duisburg, aber Braunschweig hat noch etwas entgegenzusetzen. Nach dieser sicheren Möglichkeit für Bakalorz mit 4:0 alles klar zu machen. Kobylanski ist eingewechselt worden bei Eintracht Braunschweig und der ist hier. Auf dieser Seite fallen immer die richtig schönen Tore. Anschlusstreffer 1:3, 79. Minute und wer die dritte Liga kennt, weiß, 11 Minuten. Noch was on top in der Nachspielzeit. Das reicht eigentlich aus, um hier so ein Spiel noch mal spannend zu machen. Martin Kobylanski unter Schiele zuletzt nicht gesetzt. Joker-Tor. Und wir sind drauf und dran, Duisburg zuzuschauen, wie sie vielleicht den Sack zu machen. Es ist die Schlussphase. Adjani. Und auch das ist eine Situation, die musst du machen, wenn du Ruhe haben willst. Marvin Adjani. Ademi sagt, spiel locker rüber. Und Adjani hat viel Zeit, alles auszugucken. Aber er trifft nicht. Wir sind in der Nachspielzeit. Wird es nochmal spannend. Freistoß ist lange in der Luft. Und da ist der eingewechselte Stumpf. 91. Minute. Und noch 3 Minuten sind zu spielen in der Nachspielzeit. Duisburg macht es spannend, obwohl sie eigentlich vorher schon alles hätten klar machen müssen. Es passiert nichts mehr, dann ist Schluss. Der MSV Duisburg behält die 3 Punkte zu Hause an der Wedau. Gewinnt mit 3:2 gegen Eintracht Braunschweig, dank eines Brettschneider-Traumtors. Überglücklich, dass der so reingeht. Und der zweite Gedanke ist, dass mich hier unser Torwart Jo Koppens, der hat mich immer verarscht, dass ich noch kein Profitor habe und der schon. Und deswegen, jetzt haben wir gleich viele Tore und jetzt kann ich mich nicht mehr verarschen lassen von ihm. Ja, ich denke, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger geht, dann steht es 3:3, weil wir da noch kurz Druck gemacht haben. Aber es wäre, glaube ich, nicht verdient gewesen. Duisburg hat es gut gemacht. Ein Traumtor, habe ich gerade gehört, zu Recht. Zweite Tor macht er, kommt ein Kopfball, lange Ecke, auch unhaltbar eigentlich. Und dann rennt es 2:0 hinterher.
Braunschweig hat eine sportliche Woche. Erst Mittwoch Nachholspiel in Freiburg und dann geht's weiter gegen Waldhof Mannheim. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.